Emil Churan, Gedankendämmerung. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerflossen in meinem Inneren. Psalm 22, 15. Gott, tu noch, was du kannst, ehe ich dir all meine Gebeine an den Kopf werfe. Betrachte einen Ratlosen, der wartet, und frage dich, worauf. Du wirst erkennen, dass niemand auf nichts wartet, auf nichts, was nicht tot wäre. Warst du denn jemals so sehr vom Fieber geschüttelt, um das zu sehen, um zu beobachten, wie alle sich täuschen, wie alle bewusstlos ihre Hände dem Tod entgegenstrecken, wenn sie glauben, dass jemand naht und sie nicht vergebens gewartet haben? Warum scheint uns das einsame Tier mit von erschöpfter Aufmerksamkeit gesenktem Blick und überhaupt jedes Lebewesen auf nichts zu warten? Warum dünkt uns, dass es kein Etwas außer der warmen und kalten Anziehungskraft des Todes gibt, der durch Wüsten, Kaffeehäuser, alte Betten und Straßenecken irrt? Sollte man sich nur mit ihm, ein Stell dich eingeben? Was kann denn ein Sterblicher erwarten, ohne zu sterben? Kommst du ihm etwa entgegen, um an der Seite eines Sterblichen zu leben? Wie schrecklich, den Sterbenden nachzujagen, um dem Tod zu entkommen. Nicht ich leide an der Welt, sondern die Welt leidet in mir. Der Einzelne existiert nur in dem Maße, als er die stummen Schmerzen der Dinge verdichtet, von den Lumpen bis zur Kathedrale, und ebenso ist er nur Leben seit dem Augenblick, in dem alle Lebewesen vom Wurm bis zu Gott in ihm jauchzen und stöhnen. So wird verständlich, weshalb die Erneuerer, die, aufgewühlt bis zur Besessenheit, sich aufgerufen fühlten, das Leben umzuwälzen, bis über die Grenzen der Qual hinaus gelitten haben. Der Tod kam ihnen erdrückend trivial vor. Kriecht er nicht aus dem Kern der Krankheit hervor, wie eine derart vertraute Fatalität, so dass es beinahe komisch wirkt, ihn noch in ein Problem umzumünzen? Das Unglück, nicht unglücklich genug zu sein. Nach jeder Intensität wird man nicht wieder Person, sondern Objekt. Die Annäherungen an das Absolute haben ernstere Folgen als jede Vergiftung. Der Zustand nach dem Rausch ist mild und angenehm im Vergleich zur Erstarrung, die den ausgelebten Schwächen für Gott folgt. Der letzte Zugang lässt dich nur das Entsetzen spüren, dass du nichts mehr verstehst, und nur nach der Ekstase trittst du wieder in die Materie ein. Wer hätte den Mut, jene Augenblicke zu umreißen, in denen Heilige zu Idioten aufblicken? Zwei Typen von Philosophen, die über Ideen und die über sich selbst nachdenken. Der Unterschied zwischen Syllogismus und Unglück. Für den objektiven Philosophen haben nur Ideen eine Biografie. Für den subjektiven hat nur die Autobiografie Ideen. Man ist außersehen, entweder
in der Nähe der Ideen oder in der Nähe seiner selbst zu leben. Beim Letzteren ist Philosophie poetische Betrachtung des Unglücks. Alles Ungesunde, von der Idiotie bis zur Genialität, ist Zustand des Grauens. Rede nicht von Einsamkeit, wenn du nicht spürst, wie Gott wankt. Und auch nicht vom Fluch, wenn du ihn nicht in dir versiegen hörst. Nicht auf Gott bist du eifersüchtig, sondern auf sein Alleinsein. Denn angesichts der einbalsamierten Verzweiflung, die er ist, scheint der Mensch eine quicklebendige Mumie. Schüchternheit ist die Waffe, die uns die Natur reicht, um unsere Einsamkeit zu verteidigen. Im Übrigen sei angemerkt, dass Frauen nur in dem Maße in die Geschichte eingegangen sind, als ihnen gelungen ist, Männer einsamer werden zu lassen. In einer Welt ohne Melancholie würden die Nachtigallen zu speien beginnen und die Lilien ein Bordell aufmachen. Du lebst und stirbst in einem mystischen Verlöbnis mit der Einsamkeit.